Wer war eigentlich Johannes der Täufer? Johannes der Täufer ist nach biblischer Überlieferung der Vorläufer Jesu. Johannes' Eltern Elisabeth und Zacharias hatten lange für ein Kind gebetet, bis ihnen seine Geburt durch einen Engel des Herrn verheißen wurde. Als Erwachsener zog sich Johannes in die Wüste zurück und ernährte sich dort von Heuschrecken und wildem Honig. Schließlich trat er am Fluss Jordan als Prediger in die Öffentlichkeit und verkündete das Kommen des Messias, des Erlösers. Er forderte die Menschen auf, Buße zu tun und umzukehren. Viele Menschen ließen sich von ihm taufen, sogar Jesus. Als Jesus zum Jordan kam, rief Johannes: Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube auf Jesus herab und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Das ist mein geliebter Sohn. Johannes kritisierte auch König Herodes, weil dieser ein Verhältnis zu Herodias, der Frau seines Bruders, hatte. Herodias wollte Johannes daraufhin töten lassen. Sie brachte ihre Tochter Salome dazu, für Herodes zu tanzen. Das gefiel dem König so sehr, dass er ihr einen Wunsch gewährte. Salome forderte daraufhin, dass Herodes Johannes enthaupten lasse, und brachte ihrer Mutter den Kopf des Täufers auf einer Schale. Für sein Wirken verehren wir Johannes den Täufer bis heute.